VIP Lounge begrüßen. Shaggy zu meiner Rechten, welcome in the show. Cascada. Zu meiner Linken. Gerade noch performt. Kitty Cat ist auch noch da und Culture Candela jetzt auch in unserer Runde. Alle sind sie da. Und natürlich muss ich fragen, weil es geht ja um Geschenke für unsere Zuschauer. Habt ihr Fotos mitgebracht? Gebt mal alle rüber zu mir. Hier haben wir Kitty Cat. Sehr schick. Den Tiger zwischendurch rausgelassen. Dann haben wir hier Culture Candela. Da wurde es auf jeden Fall ein bisschen enger im Fotoautomaten. Ne? Und Cascada, du hast auch mitgebracht, wa? Hat sich natürlich gleich eine Wasserpistole gekrallt. Man hat ja auch Requisiten zur Verfügung, ja? Diese Fotos sind alle für euch, alle Geschenke, thedome.de. Einfach reinklicken und dann lassen wir das noch handsignieren und dann könnt ihr gewinnen. Oh mein Gott, guck dir den mal an, der ist ja... Wow. Shaggy, you know what to do. Yeah. You know what we do? What? 3, 2, 1. To the world, you'll see on board. Endlich mal wieder da, Shaggy, bei uns. Alles Gute. Zweifacher Weltmeister, das muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Finally, back at the Dome. We missed you over 6 years. Where have you been? I've been around, you know what I mean? Did a couple of records and Do you remember me? It's still me, Jeanette Biedermann. Yeah. Oh, that's you, yeah. Jeanette, die gute alte Jeanette. Was it a great party the last time? Do you remember about the after party? It was a good party. It was really, really good. Great crowd. Great crowd tonight. Everybody, you're hot. Aber auch jemand, der sich mit dem großen Publikum auskennt, ist da. Yeah. Cascada, wenn man ehrlich ist und das Britney Spears Konzert in Berlin gesehen hat, dann muss man ja fast sagen, du hast Britney Spears als Vorband gehabt. Ja. Wenn man da gewesen ist. Wie kam es dazu? Die haben uns irgendwie gefragt. Ich weiß auch nicht, wie das dazu kam. Und? Aber ich habe mich gefreut. No, war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ich habe sie jetzt nicht getroffen, aber das war schon in Ordnung. War ein cooles Publikum. Da kann man dann, glaube ich, nur zustimmen hier, oder? Britney Spears? Oh. Ja, das war ein Griff ins Klo. Mein Gott. Das hat es so auch noch nicht gegeben beim Dom, dass man das Publikum fragt und nichts passiert. Aber gut, aber Culture Candela, also da nicht nur, dass ihr wahnsinnig aussieht, Jungs. Ja? Mal Respekt für diese Anzüge. Vielen Dank, Mann. Gefällt mir sehr gut. Ich habe euch live auch schon gesehen. Viele Fans haben uns auch geschrieben und gesagt, Hammer. Guckt ihr mal so im Internet, so Suchmaschinen. Also wir lesen immer die Webseite, wir checken schon MySpace und so. Und ich muss sagen, Deutschland liebt uns und wir lieben Deutschland. Wirklich. Köln, wo seid ihr? Ey. Ich finde pünktlich zur Wahl. Ein guter Wahlslogan eigentlich. Macht keinen Fehler, wählt Culture Candela. Wenn unsere nächste Künstlerin ihren Namen im Internet irgendwie gesucht hat, hat sie ganz lange Zeit nichts gefunden, aber sie hat ihren Song gefunden. Der wurde nämlich mal 10 Millionen Mal geklickt. Unfassbar. Heute ist ein bisschen Schluss mit Geheimniskrämerei, weil es wurde ganz viel überlegt, wer ist die Frau? Ist es Rihanna, die sich an Chris Brown vielleicht rächen will? Ist es Lady Gaga? Sind es beide zusammen? Alles nischt. Die Dame hat ihren Namen ganz schön zurückgehalten, aber heute ist damit Schluss. Und bevor die jetzt für uns auf der Bühne performt, gibt's für euch das Internetphänomen 2009 nochmal ganz von vorn.